Grüß Gott, heute ist der erste Advent. Mit dem ersten Adventssonntag beginnen wir das neue Kirchenjahr. Adventus, lateinisch, heißt wörtlich Ankunft. Wir erwarten die Ankunft unseres Retters Jesus Christus, geboren durch die Jungfrau Maria im Stall von Bethlehem. Durch die Geburt des Menschensohnes hat Gott uns gezeigt, wie unermesslich er uns liebt. Advent ist eine Vorbereitungszeit. Jedes Fest braucht eine Vorbereitung. Eine äußere, aber vor allem für diese geistlichen, kirchlichen, religiösen Feste eine innere Vorbereitung. Dieser Advent, liebe Freunde, ist ganz anders als die Adventsjahre der vergangenen Zeit. Gestern habe ich in der Zeitung eine Überschrift gelesen, wo es heißt, das Gefühl der Weihnachtszeit wird fehlen. Das Gefühl der Weihnachtszeit wird fehlen, weil vieles anders ist. Weil die Adventszeit vielleicht in diesem Jahr eine echte Adventszeit sein kann. Eine Zeit der Erwartung, eine Zeit der Stille. Ohne gefühlsduselige Feste, ohne Weihnachtsmärkte, ohne Weihnachtsfeiern, ohne Essen in Fülle, ohne einen großen Konsum. Der Advent ist ja an den Rand gedrängt worden in den letzten Jahren. Es heißt ja jetzt überall die Vorweihnachtszeit. Warum? Damit die Menschen Geld ausgeben, damit sie im Konsum aufgehen. Aber all das trägt nicht. Die Adventszeit ist eine gute Zeit, eine Chance für einen jeden von uns. Die Farbe, die liturgische Farbe des Advents ist violett. Violett wie in der Fastenzeit, denn die Adventszeit ist eigentlich so etwas wie eine kleine Fastenzeit, eine Zeit des Verzichts, eine Zeit, wo ich zum Nachdenken komme über mein Leben, was wirklich wichtig ist und wie lebe ich. Die Adventszeit lädt uns auf vielerlei Möglichkeit ein, sie geistlich und sinnvoll zu gestalten. Wir singen ja im Advent viele schöne Adventslieder. Komm, du Heiland aller Zeit, komm in mein Herzenstür, dir offen ist. Aber wenn ich so, liebe Freunde, mein Leben anschaue, dann ist das wie diese Schale hier. Ich singe, komm, o Jesus, komm zu mir, meine Tür ist offen. Aber Jesus sagt, wo ist da noch Platz bei dir? Alles ist ja voll, voller Gerümpel. Du bist so satt, wo ist der Hunger nach mir? Advent ist wie die Fastenzeit. Eine Zeit, wo ich auf das Wesentliche schaue und wo ich manchen Ballast abwerfe. Wo ich manches aus meiner Seele, aus meinem Leben entrümple. Wo ich das Unwichtige wegwerfe, weil ich weiß, es bringt mich nicht weiter in meinem Leben. Und dann wird die Schale meines Lebens, mein Herz, wenn ich all das entrümpelt habe, leer und Gott findet Platz in meinem Leben. Die Adventszeit lädt uns ein, auf vielerlei Möglichkeiten, sie zu gestalten. Ich lade Sie ein, die Rorate-Ämter zu besuchen, die Adventsandachten. Ich lade Sie ein, zum privaten Gebet zu Hause, zum stillen Verweilen vor dem Tabernakel in der Kirche. Das ewige Licht weist uns darauf hin, dass Jesus im Tabernakel anwesend ist. Er hat so Hunger nach uns, dass wir kommen, dass wir bei ihm verweilen, dass wir Zwiesprache halten mit ihm. Die Adventszeit ist der Anfang der Geschichte und ihre Vollendung durch Christus. Das Kommen des Herrn und seine machtvolle Anwesenheit in unserer Welt. Im Advent wird uns alles gegenwärtig. Gott kommt uns entgegen. Wir brechen auf in die Zukunft, die er uns bereitet. Heute haben Sie an Ihren Adventskränzen die erste Kerze entzündet. Draußen brennen leider schon die Christbäume, weil die Menschen nicht warten können, weil sie so ungeduldig sind. Viele haben ihre Häuser schon weihnachtlich geschmückt und an Weihnachten erträgt keiner mehr den Weihnachtsschmuck. Es liegt an uns, diesen Advent wirklich zu gestalten, damit es wirklich Weihnachten werden kann. In meinem Herzen, in unseren Familien, in unseren Beziehungen. Damit Gottes Liebe in unserem Herzen, das für ihn bereitet ist, ankommt. Diesen geistlichen Advent wünsche ich uns allen von Herzen.
Jeden Tag wollen wir im Advent eine kleine geistliche Botschaft auf unserer Homepage aufsenden. Begleiten Sie uns wie ein kleiner geistlicher Adventskalender hin zur heiligen Weihnachtszeit. Und so beten wir mit dem Gebet des ersten Adventssonntages. Herr unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Und so segne und behüte euch und eure Lieben, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Unsere liebe Frau von Allersberg, bitte für uns.